Der rote Blitz dampft wieder. 1998 fährt der erste mit 52/80/75 von Eisenach nach Oberhof und weiter nach Arnstadt. Auf der Fahrt nach Oberhof geht es mächtig zur Sache. Ab Schmalkalden beginnen die Rennsteigsteigungen. Vor Oberhof warten die größten Neigungen auf den Zug. Unter Volldampf 52/80/75. Bis 2003 ist die 52er unterwegs. Abgelöst wird sie ab der Saison 2004 von 41/44, die bis heute Stammlok des Rodeblitz ist. Auch 2020 ist der Rodeblitz wieder unterwegs. Aktuell noch an den ersten beiden Februarwochenenden.